2010 entstand die Idee. Ein Jahr später flogen wir einen Testträger. 2013 feiern wir die Weltpremiere des Volocopters mit den ersten unbemannten Flügen. Nach 3 Jahren Entwicklungsarbeit erhielten wir endlich die Zulassung für die Teilnahme am deutschen Luftverkehr. Heute mache ich mich auf den Weg zu dem ersten bemannten Flug. Info, Delta Mike Yankee Victor Charlie. Delta Mike Yankee Victor Charlie, Bruchsal Info hört. Delta Mike Yankee Victor Charlie, Volocopter, eine Person auf Rollhalt, Piste 3.0 für einen Flug im Rahmen des Erprobungsprogramms. Delta Mike Yankee Victor Charlie, Wind 270, 03 Knoten, QNH 1010, Start frei nach eigenen MS. Delta Mike Yankee Victor Charlie, ich starte.